was ist denn seit Mai letzten Jahres eigentlich alles passiert und warum ist es nun bei Datendurst so still gewesen? Das wird eine Folge sein über schwierige Momente und tolle Erfolge. Ihr braucht nicht direkt 100.000 Kunden, um Geld zu machen. Also man redet sich am Anfang ja selber auch immer gerne nochmal schlecht, ne? Und dann kam der administrative Endgegner. Also seid ihr bereit? Dann lasst uns mal loslegen. Datendurst, der Podcast für Neugier auf Data und Analytics. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Datendurst. Ihr seht vielleicht, ich bin in einem neuen Zimmer und es ist einige Zeit seit der letzten Folge vergangen. Viele von euch haben sich sicherlich gefragt, ist Datendurst tot? Wann kommt die nächste Folge? Ist der Tim eingepennt? Zur Beruhigung, nein, Datendurst gibt's noch. Ich schlafe gut und nicht zu viel und ich mache auch weiter. Es ist halt nur viel passiert in der Zwischenzeit und zwar alles gleichzeitig. Ich habe meinen alten Job an den Nagel gehangen. Es war ein Umzug, ich habe gegründet. Ein paar von euch haben das vielleicht, wenn sie mir auf LinkedIn folgen, mitbekommen. Und in dieser Folge möchte ich gerne einen Recap davon machen und die Learnings aus meiner Gründung teilen. Also wenn ihr unglücklich seid im Job, noch nicht so richtig den Mut habt, in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, wissen wollt, was man alles so beachten kann, sollte, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Ich möchte nur eine wichtige Sache vorab sagen. Dies ist keine Beratung. Es geht einfach nur darum, viele nützliche Erfahrungen und Entscheidungen zu teilen. Ich möchte euch ehrlich erzählen, was seit der letzten Folge passiert ist, und zwar mit allen Facetten. Das wird eine Folge sein über schwierige Momente und tolle Erfolge. Es wird einige Tipps und natürlich auch viele Shoutouts geben. Mich haben bei der Gründung nämlich super viele Leute unterstützt. Wie viele das waren, ist mir eigentlich auch erst bewusst geworden, als ich diese Folge geskriptet habe. Die will ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich hoffe, es nervt nicht, wenn ich jetzt hier die ganzen Namen so nenne und immer zwischendurch dann auch ja irgendwo auch ein bisschen Werbung für die Leute mache. Aber hat mir halt einfach sehr viel geholfen und ich habe da auch sehr viele Tipps bekommen, die sehr nützlich waren, die ich so gar nicht bekommen hätte. Von daher seht es mir nach, hört vielleicht weg, wenn es euch nervt. Und wenn ihr gute Leute gebrauchen könnt, die euch helfen bei einer Gründung, dann wendet euch doch an genau die. Also seid ihr bereit? Dann lass uns mal loslegen. Gehen wir mal an den Anfang des Prozesses. Ich habe im Mai 23 die letzte Folge rausgebracht. Und im Mai 23 hat mir auch mein Arbeitgeber gekündigt. Dass es nicht geklappt hat, hat viele Gründe gehabt. Also seitens Territory war es sicherlich nicht cool, dass ich für einige Projekte, wie zum Beispiel diesen Podcast, in Teilzeit gegangen bin. Und für mich war es auch unerträglich, dass ich als Head of Data und Analytics zu viele Nebenkriegsschauplätze hatte. Ich konnte mich nicht mehr darauf konzentrieren, was ich eigentlich bei Territory machen wollte, und das war ein Data Analytics Geschäft aufzubauen, coole Projekte anzuziehen und den Podcast zum Wachsen zu bringen. Ja, das hat Jamie auch nicht gefallen, falls ich es gehört habe. Der beschwert sich hier jetzt auch gerade, weil er nämlich in diesem Raum hier mit mir eingeschlossen ist. Also Jamie ist mein Kater, wer ihn noch nicht kennt, das war jetzt sein Moment. Naja, also jedenfalls hatte ich sehr viele Nebenkriegsschauplätze und habe mich dann deshalb auch dazu entschieden, einen guten Ausstieg zu verhandeln, als dann auch die Kündigung auf dem Tisch war und mein eigenes Ding zu machen. An dieser Stelle möchte ich schon mal den ersten Shoutout geben, nämlich an den Herrn Weltring von Mingers Law. Der hat sich sehr viel Zeit genommen, um mich zu beraten und alle Fragen zu beantworten. Wir haben sogar darüber gesprochen, was ich in dieser Folge sagen darf und was nicht, über meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ich habe ihm versprochen, die Folge zuzusenden, sobald ich sie fertig habe. Und ja, wenn Sie also jetzt mithören, Herr Weltring, nochmal vielen Dank für die Beratung. Und Mingers Law kann ich uneingeschränkt empfehlen. Habe ich auch schon bei anderen Bekannten gemacht, die Probleme hatten in ihrem Job. Und gerade wenn es mal kracht, zu Ende geht und die Scherben auf den Boden klatschen, dann wendet euch an Mingers Law. Kann man wirklich sehr gut hingehen und ist da sehr gut aufgehoben. Aber zurück zum Thema. Also, den Job an den Nagel zu hängen und zu gründen klingt jetzt erstmal vielleicht einfach, hat aber ehrlicherweise auch ziemlich viel Energie gekostet. Und organisatorisch, weil das eine Riesenaufgabe ist, wenn man wirklich richtig gründen will. Und dann zusätzlich, weil meine Freundin und ich ganz nebenbei zeitgleich zusammengezogen sind und der Umzug alles andere als reibungslos verlaufen ist. Und dann war das Ganze auch noch emotional anstrengend, weil ich mich gefragt habe, ob ich mit 41 Jahren nicht vielleicht auch ein bisschen zu alt fürs Gründen bin oder weil es mich unfassbar genervt hat, dass bei Territory mal wieder es nicht geklappt hat, ich mal wieder versagt habe, weil die Entscheidung für ein unsicheres Einkommen auch meine Freundin einem Risiko aussetzt, einem finanziellen Risiko, weil
wir ja eben zusammenziehen und zusammen eine Miete bezahlen wollen zum Beispiel. Und wer soll die denn dann eigentlich bezahlen, wenn die Gründung nicht gut anläuft? Sie? Also für mich ganz bestimmt nicht. Ich will natürlich meinen Beitrag dazu leisten. Und ja, da gab es auf jeden Fall viele Gespräche, bei denen auch einige Tränen geflossen sind von beiden Seiten. Und das war echt nicht einfach. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, doch diesen Schritt zu gehen. Und deshalb möchte ich mich ganz besonders bei den Menschen aus meinem Umfeld bedanken, die mich ermutigt haben, diesen Schritt zu gehen. In allererster Linie ist das meine Freundin Patricia. Also wenn du jetzt zuhörst, die sagt mir regelmäßig, wie stolz sie auf mich ist, wie das jetzt funktioniert hat. Und das tut mir auch sehr gut. Vielen lieben Dank. Dann gab es dann noch aus dem näheren Umfeld meine Nachbarin Marika aus Kindheitszeiten, also aus meinem Heimatort, die einfach gesagt hat, wenn du meinst, dass du das versuchen musst, dann musst du das machen. Was soll schon schiefgehen? Wenn es nicht klappt, dann findest du schon irgendwas anderes, ne? Und wenn du es nicht machst, dann wirst du es nie wissen, ob es funktioniert hat. Also ganz pragmatisch hat sie da mal Feedback gegeben und das hat mir auch dann nochmal so einen letzten Stups gegeben. Dann gab es auch noch viele Gespräche, die ich mit Marco Feiten von Q Intelligence geführt habe, schon seit Ewigkeiten, also auch schon Gespräche, die länger zurücklagen, schon vor Territory. Und Marco hat mir so oft ins Gewissen geredet, dass ich gründen muss und zwar genau jetzt. Und jetzt habe ich auch endlich den Mut zusammengenommen und ja, danke dafür, wirklich. Das gerade solche Worte, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der vielleicht überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, jemanden Mut zu machen, das hilft so ungemein, weil es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die natürlich aus guten Gründen kritisch sind und sagen, hast du dir das denn genau überlegt? Und was ist denn, wenn du dann mal keinen Umsatz hast und so weiter? Ja, aber wenn man es sich dann eben gut überlegt hat, dann braucht man eben auch Leute, die einen dazu ermutigen, dann auch durchzuziehen. Und davon hatte ich eben schon mal im engeren Umfeld ein paar richtig gut. Denn sowieso, was auch noch hinzukommt, man redet sich am Anfang ja selber auch immer gerne nochmal schlecht, ne? So wie ich es eigentlich auch gerade vorhin aufgezählt habe. Aber eigentlich, ich bin nicht zu alt. Man ist nie zu alt, um neu anzufangen oder auch zu gründen. Das, was bei vorherigen Arbeitgebern passiert ist, hatte auch absolut nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Ich habe auch jetzt seit dem ersten Tag, an dem ich selbstständig bin, ein Einkommen, mit dessen Höhe ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Und trotzdem war das erstmal überhaupt gar keine einfache Zeit, diese Gründung dann anzugehen. Da habe ich natürlich auch erstmal nicht daran gedacht, Podcasts aufzunehmen, aber ich habe welche gehört und die haben mich auch weitergebracht. Ja, wie ihr schon rausgehört habt, ich brauchte bei der Entscheidung, mich selbstständig zu machen, noch ein bisschen Unterstützung und da hat mir an vielen Stellen dann eben oder in einigen Momenten auch der Mut gefehlt. Das waren die schwierigen Momente. Den Plan, selbstständig zu sein und mein eigener Boss zu werden, hatte ich eigentlich schon lange. Also ich habe in den vergangenen Jahren so oft gemerkt, dass ich regelmäßig durch externe Faktoren, die ich nicht beeinflussen konnte, meine beruflichen Ziele nicht erreicht habe. Und das hat mich auch einfach immer wieder unzufrieden gemacht. Ich wollte schon so oft was Neues aufbauen und stand mir dabei aber auch selber auf dem Weg. Also bei InnoG C3 war ich, da ist die Entscheidung, dass InnoG verkauft wurde von RWE an E.ON und zerschlagen wurde. Bei Aldi Süd war es der externe Faktor, dass da Stellen geschaffen wurden, die mit internen Transformationsprozessen gar nicht ausreichend abgestimmt worden waren. Also ich war eigentlich gar nicht verantwortlich für das, wofür ich eingestellt wurde. Also zumindest jetzt nicht unternehmensweit. Und da war es dann auch wirklich schwierig, wirksam zu werden. Bei Territory war es im Grunde das Gleiche, nur dass es dort eigentlich gar keine Prozesse gab, aber dafür super Politik. Und es hat einfach so oft gar nicht gepasst. Also das haben diese ganzen Positionen der letzten Jahre für mich so ja gemein gehabt und jedes Mal bin ich doch wieder davor zurückgeschreckt, weil sich in der nächsten Ecke wieder irgendeine sichere Festeinstellung geboten hat und deswegen habe ich dann eben nicht gegründet. Es gibt aber eine Stimme, jetzt komme ich nochmal auf die Podcasts zu sprechen, die ich gehört habe, die mich in schwierigen Lebenssituationen immer wieder weiterbringt und das ist Mel Robbins. Mel Robbins ist eine englische Podcasterin und die kann einfach so herrlich offen genau die richtigen Impulse geben und schreckt dabei auch nicht vor derber Sprache zurück. Das mag ich auch ganz gerne. Und zwei Aufnahmen von ihr haben mich dann schon vor meiner Kündigung eigentlich dazu bewegt, eine Entscheidung in Richtung Selbstständigkeit zu treffen, nämlich Teilzeit einzugehen und letzten Endes auch dann in Vollzeit durchzuziehen. Ich habe diese Podcasts natürlich weiterhin gehört und zwei Sachen, die ganz besonders weitergeholfen haben, war die Podcast-Folge
Hate Your Job, Burnt Out, Laid Off, Reimagine Your Future and Take the Next Right Step mit Amy Porterfield. Der Titel heißt so deutsch in etwa, hast du deinen Job? Bist du ausgebrannt? Entlassen geworden? Erfinde deine Zukunft neu und mach den nächsten Schritt in die richtige Richtung. Und dann gibt es da noch das grandiose Buch, mit dem Mel Robbins eigentlich groß geworden ist. Das kann man lesen, das kann man aber auch hören bei Audible. Und da ist es meiner Meinung nach so gut, dass ich es gar nicht erst gelesen habe, weil ihre Stimme halt so klasse ist und sie das Buch so lebt. Also sie liest es so vor, als würde sie einfach mit jemandem reden. Das ist kein Text, den sie vorliest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber es ist einfach so lebendig. Das Buch heißt The 5-Second Rule, Transform Your Life, Work and Confidence with Everyday Courage. Das heißt auf Deutsch so viel wie die 5-Sekunden-Regel, verändere dein Leben, deine Arbeit und dein Selbstvertrauen durch Mut im Alltag. Darin habe ich einige Textstellen in Kapitel 6 und 7 gefunden, falls ihr euch das nochmal genauer anhören wollt, die einige Blockaden in mir gelöst haben, genauso wie die Podcast-Folge, die ich oben gesagt habe. Und ja, diese Blockaden standen mir bei der Gründung halt im Weg und dadurch wurden sie aufgelöst. Die Links kommen in die Shownotes. Und jetzt kommen die Zitate. Also wenn ihr auch mal Kraft braucht, um einfach mal durchzuziehen, dann hört euch das mal an. If you only act when you feel like it, you will never ever get what you want, ever. You've got to learn how to separate what you feel from the actions that you take. Look, you can feel uncertain and be ready. You can be afraid and do it anyway. You can feel rejection and still go for it. 5 seconds of courage changes everything. You are more than capable of doing the work to change anything despite how you feel. This is really important. You cannot control how you feel, but you can always choose how you act. When you beat your fears, you take ownership over your life, you change no's to yeses. You see the difference between people who make their dreams come true and those of us who don't is just one thing, the courage to start, the courage to keep going. And if you ask yourself, how do I find the confidence? You don't. It does not start with confidence. You have to tap into courage first. This is a mindset shift right here. Also um einmal die Kernpunkte auf Deutsch herauszustellen, Mut hat eigentlich gar nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Selbstvertrauen baut sich durch mutige Aktionen erst auf. Und mutig zu sein heißt, sich unsicher zu sein und trotzdem loszulegen und trotzdem weiterzumachen. Du kriegst nie, was du willst, wenn du nur handelst, wenn dir danach ist. Nie. Du musst zwischen dem, was du fühlst und dem, was du tust, unterscheiden. Und du kannst nicht kontrollieren, wie du dich fühlst, aber du kannst immer kontrollieren, was du machst. Und wenn du deine Ängste überwindest, übernimmst du die Kontrolle über dein Leben und kannst es maßgeblich verbessern. Ganz, ganz wichtig. Das waren die Erkenntnisse, die mich dazu ermutigt haben, einfach loszulegen. Einfach meinen Plan zur Selbstständigkeit zu verfolgen, obwohl ich Angst hatte. Angst davor, dass ich die Miete nicht zahlen konnte. Angst davor, dass es schief geht. Angst davor, dass ich keine Kunden haben könnte. Angst davor, dass ich pleite gehe. Aber ist irgendwas davon da in dem Moment, wo ich eigentlich nur mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen? Ist irgendwas davon schon passiert? Nein. Also so what? Wirklich. So what? Einfach mal loslegen und echt, es ist ganz anders gekommen. Mit diesen Podcast-Folgen und diesem Buch hatte ich dann schon mal meine Einstellung zu, ja, einfach mal durchziehen geändert von, was da alles wohl schief gehen kann und naja, wie ging es dann eigentlich weiter? Also womit fängt man an? Auch dabei hat mir die Podcast-Folge von Mel Robbins und Amy Porterfield geholfen. Die beiden sprechen von sogenannten Wake-up-Moments, die man für sich nutzen kann. Das sind also Aufwachmomente, in denen man merkt, was man eigentlich will. Also wenn ihr euch sagt, boah, das würde ich auch gerne mal machen, und dann ist das so ein Wake-up-Moment. Das hatte ich zum Beispiel, wenn ich den Erfolg von Florian Litters mit Adventure oder von Jan-Nicolas König von Oderlein verfolgt habe. Die beiden Beispiele sind einfach so krass, weil beide haben sich so sehr in ihr Thema reingefräst, dass die absolute Branchengrößen geworden sind und damit viele interessante Kunden beraten. So aus nichts, als Kleinstunternehmen eigentlich erstmal. Das wollte ich auch. Nur bin ich halt nicht so gut in Advertising wie Florian oder in Kampagnen wie Jan-Nicolas. Und an dieser Stelle möchte ich trotzdem den beiden ein kleines Dankeschön sagen. Also der Florian kennt mich, der Jan-Nicolas glaube ich noch nicht. Aber vielen, vielen lieben Dank für die Inspiration, auch aus der Ferne. Und das war cool, weil dadurch habe ich den Mut bekommen, das Gleiche für meine Schokoladenseite auszuprobieren.
Ja, meine Schokoladenseite, was ist das denn eigentlich dafür? Um das zu wissen, musste ich ja erstmal so mein Portfolio zusammenstellen. Und auch dabei hilft die Folge der beiden, also von Amy Porterfield und Mel Robbins. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen, dann fragt euch einfach erstmal, worin seid ihr gut? Wobei werdet ihr oft um Rat gefragt? Womit habt ihr in den letzten Jahren beruflichen Erfolg gehabt? Das ist das, was ihr zu Geld machen könnt. Bei mir war das Data and Analytics, Social Media und Weiterbildungsangebote. Ich habe in der Vergangenheit erfolgreich Teams aufgebaut, Tools eingeführt, Führungsverantwortung übernommen, Data-Produkte gebaut, die es noch gar nicht gab. Ich habe Menschen aufgeschlaut und all die Sachen getan, die jetzt in meinem Produktportfolio stehen. Danach kam halt auch die nächste Frage, wie kriege ich denn damit jetzt Geld rein? Muss ich direkt Großverdiener sein? Ich meine, bei mir läuft es jetzt halt direkt unerwartet gut, weil ich gute Absatzkanäle gefunden habe, teilweise auch durch Zufall, dazu später noch mehr. Aber das muss ja nicht von Anfang an so sein. Es reicht auch, erstmal in Teilzeit zu gehen und einen kleinen Nebenverdienst reinzuholen und damit anzufangen. Ihr braucht nicht direkt 100.000 Kunden, um Geld zu machen. Also werdet einfach aktiv, schafft schrittweise ein klein bisschen Klarheit und atmet auch vor allen Dingen ein bisschen Freiheit. Das kann nämlich auch sehr beflügelnd sein. Und wenn dann das Wachstum über Qualität und Weiterempfehlungen automatisch kommt, dann wird es immer noch mal besser und immer noch mal größer. An der Stelle vielleicht nochmal zum Thema Teilzeit ein paar Papiertiger-Tipps für diejenigen, die in Deutschland arbeiten. In Deutschland gibt es ein Recht auf Teilzeit. Also euer Arbeitgeber darf euch nur begründet die Teilzeit verwehren. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr eure Rolle in Teilzeit nicht ausüben könnt. Also da war Territory auch sehr nett zu mir. Als Head of Data and Analytics in Teilzeit zu gehen, kann man schon argumentieren, kann der das denn dann noch so ausüben, wie er eigentlich soll? Aber ja, Territory hat mir da eben die Teilzeit gewährt. Aber auch selbst wenn euer Arbeitgeber das ablehnt, also gegen jede Ablehnung kann man auch juristisch vorgehen, wenn man das will. In dem Fall kümmert euch auf jeden Fall, bevor ihr in Teilzeit geht, um eine Rechtsschutzversicherung. Guckt auch, ob ihr eine Wartezeit in eurer Rechtsschutzversicherung habt. Manchmal muss man 3 Monate warten, bis man überhaupt so den ersten Fall aufgeben kann. Und an diejenigen noch ein Papiertiger-Tipp, die privat krankenversichert sind. Schaut vorher, ob ihr mit eurem Teilzeitgehalt aus der privaten Krankenversicherung fallt. Falls ja, überlegt euch vorher lieber, ob es für euch so ein Schritt in die gesetzliche Krankenkasse wert wäre. Also wenn dabei herauskommt, ich verdiene jetzt weniger in Teilzeit, als ich muss, um weiterhin privatversichert zu bleiben. Diese Summe sagt euch eure Krankenversicherung auch. Und dann überlegt es euch halt. Ihr könnt natürlich auch immer noch eine Anwartschaft bezahlen für die Zeit. Ne? Das heißt, wenn ihr dann wieder in diese Gehaltsregion kommt, beziehungsweise wenn ihr Vollzeit selbstständig seid, geht es glaube ich auch so schon, dann könnt ihr euch wieder privat versichern, wenn ihr so eine Anwartschaft aufnehmt und müsst auch keine neuen Gesundheitsfragen beantworten. Aber das ist eben etwas, das hat mich einfach mal so erwischt. Ich meine, ich wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dann auch eine Anwartschaft genommen, aber ja, das hätte ich eigentlich gerne vorher gewusst, ne? Naja, also dann war ich jedenfalls in Teilzeit und irgendwann kam aber auch die Zeit, wo ich auf meinen eigenen Beinen stehen wollte und bei Territory hat es ja wie gesagt auch nicht mehr so gepasst. Aber wie geht man jetzt dann in die Selbstständigkeit Vollzeit? Dadurch fällt ja eben auch das Gehalt weg und ich brauchte gute Absatzkanäle. Dazu haben Mel und Amy dann auch ein paar Tipps in dieser Folge. Schaut euch an, wie sich Leute vermarkten, bei denen ihr diesen Wake-up-Moment hattet, also den Aufwachmoment. Mir ist aufgefallen, dass wenn man Florian Litters anguckt, dass er Deep Dives und Reports bei OMR Education anbietet und damit seine Personenmarke richtig groß gemacht hat. Ich habe dann einfach auch mal bei OMR Education angefragt und bin froh dazu später mehr, dass ich das gemacht habe. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass Podcasts, LinkedIn, aber auch das eigene Netzwerk sehr gute Marketingkanäle sind. Das habe ich auch beim Schreiben des Businessplans später gemerkt. Man muss ja da Quellenrecherche auch machen, Zahlen zitieren. Und das ist so einer der Top-Absatzkanäle eigentlich, die man hat im Beratungsgeschäft. Und das habe ich mir dann mal so für meine langfristige Strategie abgeguckt, dass das aber eben keine Kanäle sind, die unbedingt sofort kurzfristig Geschäft abwerfen, ist leider oft der Fall. Und dafür gibt es dann aber Freelancer-Vermittlungen, die euch kurzfristig erste große Projekte an Land ziehen können. Zum Beispiel Hays, Michael Page, Baumgartner, Fiverr oder Fiverr oder wie man das auch ausspricht. Ich sage immer Fiverr, habe aber letztes Mal Fiverr gehört. Dann gibt es noch HiJob oder für diejenigen, die wie ich auch ein bisschen IT-nah arbeiten, das Unternehmen Top IT Services.
Und was dann noch finanziell hilft, ist ein Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit. Den könnt ihr bearbeiten, wenn ihr arbeitslos seid, noch 150 Tage Restanspruch auf euer Arbeitslosengeld 1 habt und wenn ihr eure Selbstständigkeit hauptberuflich plant. Also so, dass ihr mindestens 15 Stunden pro Woche selbstständig arbeiten wollt und andere Tätigkeiten weniger Arbeitszeit beanspruchen als die Zeit, die ihr für die Selbstständigkeit plant. Und das war halt das Nächste, was ich gemacht habe. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit informiert. Das, was man dann zuerst bekommt, ist ein 4-wöchiges Gründercoaching. Das bekommt ihr sowieso bezahlt. Das ist auch, selbst wenn es mit dem Gründungszuschuss nachher nicht klappen sollte, sehr, sehr wertvoll, weil darin alles strategisch geplant wird. Leistungsportfolio, Zielgruppen, Absatzkanäle, Prozesse, was für Risiken habt ihr, wie müsst ihr euch absichern, was ist mit Steuern und sonstigen administrativen Themen zu beachten, einfach alles. An der Stelle muss ich Elena Mohr ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Sie war meine Gründercoachin, dekliniert man das so, aber ja, also sie hat mich für den Gründungszuschuss gecoacht und hat mich einfach ausgezeichnet beraten. Also sie hat an der richtigen Stelle die richtigen Impulse gegeben und Themen aufgezeigt, die ich sonst gar nicht beachtet hätte. Ein zusätzlicher Pluspunkt war auch das Fachwissen, was sie in Steuern hat. Boy, oh boy, was gibt's da alles zu beachten? Also das betrifft dann sogar schon die richtige Wahl der Unternehmensform. Was kann man freiberuflich anbieten, was kann man nicht freiberuflich anbieten? Die Erstellung des Finanzplans hat das auch erheblich erleichtert und menschlich hat es mit Elena auch sehr gut gepasst. Und wenn ihr gründen wollt, meldet euch auf jeden Fall mal bei ihr und der Link zu ihrem Profil kommt auch in die Shownotes von dieser Folge. Ja, das Coaching hat mir dann auf jeden Fall sehr geholfen, den Businessplan zu schreiben, den ich für den Antrag auf Gründungszuschuss brauchte. Und das war nicht nur gut, damit ich den Gründungszuschuss bekomme, dass ich diesen Businessplan hatte, weil ich jetzt ganz genau weiß, was ich in den ersten 5 Jahren in jeder Situation, die irgendwie eintreten kann, tun kann. Ich habe Texte zu meinem Leistungsangebot, die ich für meine Website benutzen kann, wenn ich denn mal komme, die aufzubauen. Schande. Ich weiß, was ich noch alles beachten muss, also Steuern, Versicherung, Marke anmelden. Wo gibt es eigentlich noch mehr Fördergelder als nur den Gründungszuschuss? Und wie kann ich auch ein Controlling von Anfang an aufsetzen und so weiter und so weiter. Nur so einen Plan zu erstellen, das braucht richtig Zeit. Meiner war am Ende 200 Seiten lang. 200. Da habe ich richtig lang dran gesessen und an der Stelle auch nochmal danke an die Korrekturleser, meine Freundin Patricia und unsere gemeinsame Freundin Katharina Nowak. Und an Madeleine Koslowski, die ich gebucht hatte, aber die ich auch schon länger kenne. Die hat mich als Lektorin unterstützt und hat auch alles Mögliche ausgemerzt. Man findet ja nachher gar nicht mehr so diese ganzen Sachen, die man falsch macht. Und vor allen Dingen, wenn jemand anders nochmal liest, der sich auch darauf komplett spezialisiert, findet der dann halt auch so, wie Madeleine das gemacht hat, so persönliche Lieblingsfehler oder komische Formulierungen oder kann einem auch helfen, solche langen Bandsätze, das mache ich halt ganz schlimm, aufzulösen, sodass der Leser das Ganze dann auch besser verdauen kann. Ja, das LinkedIn-Profil von Madeleine findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ein paar organisatorische Tipps zum Businessplan hätte ich auch noch. Ihr habt es schon rausgehört, nehmt euch Zeit, ja, also am besten 8 Wochen würde ich sagen. Das ist jedenfalls das, was ich gebraucht habe. Muss man halt auch gucken, ob man das so hinbekommt. Die Timings sind zum Teil auch von der Agentur für Arbeit vorgegeben. Vielleicht könnt ihr da mit eurem Betreuer ein bisschen reden. Denkt auch dran, dass der Businessplan noch beglaubigt werden muss. Ihr braucht eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Agentur für Arbeit, wenn ihr den Gründungszuschuss beantragen wollt. Und das muss eine sogenannte fachkundige Stelle machen. Meine, die mir zugesagt hatte, das zu machen, ist mir in der letzten Minute abgesprungen, weil der Businessplan ja viel zu umfangreich war. Danke auch nochmal an dieser Stelle, aber es gibt zum Glück auch Stellen, die das für einen fairen Preis auch sehr kurzfristig erledigen, zum Beispiel fachkundige Stelle for you, also 4u.de. Da muss ich auch nochmal unbedingt ein Danke an Miriam Matschke sagen, die 200 Seiten Businessplan innerhalb eines Tages durchgeprüft hat. Respekt. Also richtig cool und auch ihr LinkedIn-Profil kommt in die Shownotes.
Ja, so saß ich dann also im Sommer erstmal zwischen 1000 Umzugskisten, wollen wir nicht vergessen, und habe den Businessplan geschrieben, habe den lektorieren lassen, prüfen lassen, habe Anträge für den Gründungszuschuss geschrubbt, habe Akquise gemacht, habe nebenbei meine alte Wohnung gestrichen, den Umzug organisiert. Das waren echt richtig lange Tage mit wenig Schlaf und deswegen hatte ich auch erstmal von Mai bis September gar keine Zeit für den Podcast. Und dann ging es erst richtig los. Ich bin dann in die Umsetzung des Businessplans gegangen, habe auf LinkedIn ordentlich kommuniziert, dass es jetzt losgeht, und ihr glaubt ja gar nicht, wer da alles auf einen zukommt. Das war richtig krass. Also ich bin immer noch voll überwältigt davon, mit wem ich überhaupt alles gesprochen habe, wer mir alles dabei geholfen hat, auch mein Geschäft aufzubauen. Ich kann vielleicht nicht alle nennen, aber von ehemaligen Arbeitskollegen, alten Klassenkameraden, Freunden der Familie und Podcast-Hörern war alles dabei. Und da hat sich genau das bewahrheitet, was ich vorhin schon gesagt habe. So what? Einfach loslegen. Was ist, wenn es denn einfach mal klappt? Und das hat's aber sowas von. Als erstes hat sich Björn Vandeloo bei mir gemeldet. Björn und ich, wir kennen uns von gemeinsamen Projekten bei InnoGy. Der war B2B-Marketing-Manager und ich habe ihn damals darin beraten, wie er Social-Media-Daten für seine tägliche Arbeit nutzen kann. Und dank ihm habe ich ab Tag 1 bei ePrimo an der Einführung der Kundenfeedback-Software Qualtrics mitgewirkt und tue das auch immer noch. Das Ganze läuft im Auftrag von Top IT Services, da Björn zu dieser Zeit dort als Business Line Manager Energy gearbeitet hat. Und ja, lieber Björn, an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ohne deine Hilfe hätte ich jetzt nicht so einen tollen, interessanten Stammkunden und vor allen Dingen nicht so gute Geschäftsergebnisse. Aber wie ihr vielleicht schon herausgehört habt, Björn hat bei Top IT Services gearbeitet. Seine Reise war dort leider im Dezember zu Ende und deshalb möchte ich ihm auch ganz gerne was zurückgeben. Björn liebt nach wie vor die Energiewirtschaft. Ihm ist es wichtig, einen positiven Beitrag zur Energiewende zu leisten und hier Verantwortung zu übernehmen. Und das würde er gerne am liebsten im Bereich Produktmanagement, Marketing oder Vertrieb, Vertriebssteuerung tun. Wenn ihr also einen tollen Mitarbeiter in diesem Bereich sucht, der Link zu seinem Profil kommt natürlich auch in die Shownotes. Und mit ePrimo nicht genug, es ging direkt weiter mit noch mehr Kunden. Also über den Podcast habe ich auch schon einen Kunden generieren können. Also ich habe jetzt 7 Folgen rausgebracht bisher. Scheinbar kann man damit schon Kunden generieren, sehr cool. Der liebe Ansgar Hein aus Köln ist Zuhörer und ja, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, falls ihr zuhörst. Er hat mich in ein Projekt bei Zipgate mit reingeholt, in dem wir ein Marketing- und Sales-Data-Warehouse für Reportings bauen. Macht richtig Spaß, vielen Dank, Ansgar, und auch für ihn ein Shoutout. Wenn ihr einen B2B-Marketing-Berater sucht, der weiß, wie man in diesem Umfeld Daten gewinnbringend einsetzt, dann wendet euch an Ansgar. Auch sein Profil kommt natürlich in die Shownotes. Und dann ging es weiter. Über die All-Social-Marketing-Konferenz ist Julia Bachmann von Distart auf mich aufmerksam geworden. Das ist ein Bildungsträger und für Distart gebe ich seither regelmäßig Webinare zu Data und Social Media. Lieben Dank, Julia, auch an dich für das Vertrauen. Und im Februar durfte ich dann mein erstes Webinar zu datengestützten Realtime-Marketing bei der OMR Education geben. Richtig cool, dass das auch geklappt hat. Ist auch sehr gut angekommen. Und da möchte ich der Hanna Geiselreiter ganz herzlich danken. Das heißt also, die Pipeline mit Kunden war von Anfang an schon ganz schön voll. Aber wie ihr ja vorhin schon gehört habt, steht im Businessplan nicht nur etwas zum Thema Kundenprojekten, sondern ein Punkt, um den ich mich zum Beispiel noch kümmern musste, war das Thema Versicherung. Und dazu möchte ich auch ein paar Tipps loswerden. Nur auch hier nochmal die Legal Notes, dass das hier jetzt keine Versicherungsberatung und auch keine Finanzberatung. Also nagelt mich jetzt bitte nicht fest, wenn das für euch irgendwie nicht passt, was ich euch sage. Es ist halt einfach nur etwas, was für mich gut geklappt hat. Das Erste, worum ich mich gekümmert habe, war die freiwillige Arbeitslosenversicherung bei der Agentur für Arbeit. Die müsst ihr in den ersten 3 Monaten eurer Selbstständigkeit abschließen, wenn ihr sie haben wollt. Der Vorteil ist, dass falls die Selbstständigkeit fehlschlägt und ihr wieder arbeitslos werdet, ihr auch Arbeitslosengeld bekommt. Und das Ganze kostet 45 Euro im Monat. Also aus meiner Sicht ist das Geld echt wert. Vor allen Dingen, weil ich, selbst wenn es dann mal nicht klappt, auch nochmal was wieder einzahle. Ich habe ja auch einiges von der Agentur für Arbeit bekommen an Hilfe.
wo ihr euch noch zum Thema Versicherung informieren könnt bei einem guten Versicherungsberater. Das sind die folgenden Themen. Also zum Beispiel könnt ihr euch informieren über eine Betriebshaftpflichtversicherung. Die kommt für Personen- und Sachschäden auf und daraus resultierende Vermögensschäden. Falls zum Beispiel ein Unfall beim Kunden passiert, bei dem irgendwas kaputt geht, falls ihr einen Wasserschaden bei anderen verursacht oder ein lose verlegtes Laptopkabel jemanden zu Fall bringt und der Behandlungskosten braucht, also ersetzt bekommen muss, da ist schon mal gut, weil das ja auch schnell teuer werden kann, wenn man da so eine Versicherung hat, eine Betriebshaftpflichtversicherung. Was es noch gibt, ist eine Vermögensschadenshaftpflicht. Wusste ich erst gar nicht, was das ist, aber das sind Schäden, bei dem ihr einer Person durch fehlerhafte Dienstleistungen einen finanziellen Schaden zufügt. Sprich, ihr beratet zum Beispiel ein Unternehmen, das Unternehmen folgt dem Rat und ein Schaden tritt ein. Da ich auch im Thema Shitstorm Management beraten möchte, dachte ich mir, das wäre wichtig. Da können ja auch Schäden passieren. Also, und überlegt euch mal für euer Portfolio, was für ein Risiko ihr da habt, ob das denn Sinn machen könnte. Müsst ihr aber auch auf jeden Fall nicht alleine tun. Da gibt es auf jeden Fall sehr gute Berater und ein paar davon nenne ich euch auch gleich noch. Was ich mir noch angeschaut habe, war eine Gewerberechtsschutz. Also die funktioniert eigentlich wie eine private Rechtsschutzversicherung für verschiedenste Rechtsbereiche. Was allerdings schwierig zu finden ist, ist eine Gewerberechtsschutz, die auch Vertragsrecht abdeckt. Und das ist das, was man ja eigentlich erwarten würde. Nämlich, wenn mal Streit zwischen euch und euren Kunden entsteht, dass dort jemand euch zur Seite steht. Und sowas habe ich bisher nicht gefunden. Wenn ihr sowas habt oder wisst, wo es das gibt, gerne Bescheid sagen. Und was noch überlegenswert ist, ist eine Forderungsausfallversicherung. Die habe ich jetzt zwar nicht. Also, liebe Kunden, bitte trotzdem bezahlen. Aber wenn ihr damit rechnet, dass eure Kunden schlecht zahlen, dann hilft euch eine solche Versicherung weiter. Wann ist das so? Wenn ihr vielleicht in einer Branche arbeitet, die nicht ganz so zahlungsfähig ist oder wo man es halt kennt, dass die Zahlungsmoral nicht so cool ist, dann schaut euch sowas mal an. Ich habe jedenfalls mit meinem guten Freund und Finanzberater Adrian Porowski gesprochen. Kleiner Disclaimer, also wir kennen uns auch privat. Es ist ein Freund. Es gibt dann aber auch noch den Jonathan Hager aus Wuppertal, der mich zum Thema Rentenvorsorge auch noch als Selbstständiger sehr gut beraten hat und sehr ehrlich. Und letztlich noch den Frank Schünemann und Noah Hubert Kersting von der DBK, die mich auch sehr gut beraten haben. Also die Links zu allen einzelnen Beratern setze ich auch noch in die Shownotes. Ja, das war das Thema Versicherung. Und dann kam noch viel mehr administrativer Kram dazu. Und sei es sowas Einfaches wie das richtige Geschäftskonto zu finden. Also normalerweise geht man ja als Privatmensch irgendwo hin und macht ein Privatkonto auf. Nicht bei Geschäftskunden. Also geht zwar, es gibt auch viele Anbieter, die schön innovativ sind, zum Beispiel Finom, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, aber mein Tipp, schaut euch vorher auch mal auf Wikipedia an, was es für News zu den einzelnen Banken gibt. Und bei einem Geschäftskonto ist es mir viel wichtiger, dass die Einlagen da auch sicher sind. Was passiert denn sonst, wenn die Bank mal pleite geht und deine Ersparnisse oder dein Geld, was du flüssig hast für dein Geschäft, einfach mal hops geht? Oder das Gehalt für den ersten Mitarbeiter, was du dir angespart hast. Das sind ja auch fünfstellige Summen, die man da braucht. Im besten Fall greift dann die Einlagensicherung und die ist eben bei etablierten Bankkonzernen meist höher. Und das ist auch notwendig, denn als Selbstständiger muss man aufgrund der Steuern und Abgaben, die man nun selber leisten muss, ja auch noch mit viel höheren Geldbeträgen jonglieren. Deshalb bin ich erstmal zur Postbank gegangen. Kleiner Tipp an der Stelle, das Postbankkonto einrichten geht sehr schnell. Zugang dazu zu bekommen ist, der Zugang ist so sicher, dass man erst einmal 2 Wochen nicht aufs Konto kommt. Jedenfalls war das in der Zeit, wo ich war, so. Nun wurden die ja auch gerade von der Deutschen Bank übernommen. Vielleicht haben sich die Prozesse da jetzt so langsam auch ein bisschen geglättet. Aber ein zweiter Punkt, der mich da genervt hat, war, es gibt keine Tagesgeldkonten für Geschäftskunden einfach. Gibt's nicht. Und wenn ihr Rücklagen für Steuern, schlechte Zeiten, Mitarbeitergehälter oder ähnliches bilden wollt, dann ist es ja schon irgendwo wichtig. Das möchte man ja vielleicht jetzt nicht auf dem Girokonto rumfliegen haben, wo man auch so seine täglichen Zahlungen von leistet. Mal abgesehen von den Zinsen, ich habe auch gerne diese Gelder dann in verschiedenen Töpfen, einfach damit ich weiß, wie viel ich auf dem Girokonto habe und wo ich so frei drüber verfügen kann. Und auf dem Tageskonto habe ich eben das, was auch da bleiben sollte. Ich bin dann also nochmal zur Targobank gewechselt. Die bieten das an und wer mir aber auf LinkedIn gefolgt ist, der hat vielleicht mitbekommen, bei der Targobank dauert die Eröffnung eines Geschäftskontos richtig lange.
Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich habe sogar irgendwann einen Post abgesetzt, weil ich irgendwann total verzweifelt war. Also beantragt habe ich das Konto Anfang Oktober, bekommen habe ich es inklusive Tagesgeldkonto dann im Januar. Und das, nachdem ich verschiedenste Unterlagen nachweisen und lange warten musste. Vor allen Dingen auch erstmal, um eine Antwort auf meinen Antrag auf Girokonto zu bekommen. Also nehmt euch auch Zeit fürs Geschäftskonto. Und ja, vielleicht auch noch die Frage, soll ich das vielleicht nicht einfach auf ein Konto für Privatmenschen packen? Kannst du machen, ist die Einlagesicherung aber umso niedriger und dementsprechend, wenn irgendwas passiert, ist das Geld halt dann nur zu einem geringeren Anteil gedeckelt. Ja, dann kam noch die Markenanmeldung dazu. Ich möchte ja nicht, dass irgendjemand meine tolle Marke Datendurst klaut. Darum habe ich mich auch noch Anfang Oktober dann gekümmert und das Ganze angeleiert. Der Prozess ging auch noch eine gewisse Zeit und ja, so, dass ich jetzt sagen kann, dass ich die Rechte an der Marke Datendurst besitze, was ja auch schon cool ist. An der Stelle kann ich übrigens die Kanzlei Boden aus Düsseldorf empfehlen. Die hat mich zu einem richtig fairen Preis richtig gut beraten. Und ich wurde sogar noch auf Fördermittel aufmerksam gemacht, die die EU für Markenanmeldungen von kleinen und mittleren Unternehmen vergibt. Da habe ich mir fast ein Drittel der Kosten für die Markenanmeldung gespart, was auch schon ein Batzen ist. Und gerade so am Anfang, wo man noch ein kleines Unternehmen hat und vielleicht noch nicht ganz so flüssig ist, ist das schon sehr wertvoll. Den Link zum Förderprogramm gebe ich euch auch in die Shownotes. Und wichtig ist dann vielleicht noch zu erwähnen, der Unterschied zwischen Wortmarke und Wortbildmarke. Das sind so tolle Fachausdrücke, wer soll die verstehen? Also eine Wortmarke, wenn ich das richtig verstanden habe, die habe ich angemeldet und das heißt, dass das Wort Datendurst für meine Geschäftszwecke geschützt ist. Egal, was für ein Logo ich dazu benutze oder in welchem Zusammenhang. Nicht egal, in welchem Zusammenhang, aber egal, ob ich das jetzt mit Logo benutze oder nicht. Und eine Wortbildmarke, da ist es so, dass der Markenschutz nur in Verbindung mit einem bestimmten Logo gilt. Das berühmteste Beispiel dafür ist vielleicht Apple. Also dank Apple dürfen wir alle noch Apple sagen, aber wenn man Apple mit dem Logo benutzt, dann wird es schwierig. Und ja, wenn ihr eine Marke anmelden wollt, überlegt euch vorher, welche Art von Marke ihr schützen wollt. Wortmarken können schwieriger zu schützen sein, weil das Marken- und Patentamt diese schneller mal ablehnt. Bei mir war es zum Glück nicht so, was ziemlich cool ist. Wenn das aber nicht klappt, kann man immer noch eine Wortbildmarke anmelden. Und ich habe mich entschieden, erstmal die Wortmarke anzumelden und zu pokern und das wurde belohnt. Richtig cool, seit Februar darf ich also Datendurst meine eigene Wortmarke nennen. Und dann kam der administrative Endgegner. Finde einen Steuerberater. Das war echt der Oberknaller, ey. Die meisten haben gar nicht geantwortet oder haben versprochen zurückzurufen, haben das aber nicht getan. Und die, die zurückgerufen haben, die haben gesagt, so, tut uns leid, wir sind voll, wir nehmen keine Kunden mehr an. Also war wirklich ganz, ganz schwierig. Bei mir hat es letztlich 3 Monate gedauert, bis ich eine Kanzlei dann im weit entfernten Felbert gefunden habe. Schmalz und Partner, danke, dass ihr mich aufgenommen habt und meine Steuern macht. Danke. Wenn ihr es beim Thema Steuern aber auch noch ein bisschen zeitsparender haben wollt, kann ich euch noch einen Tipp geben. Der kommt auch von Elena, hat sich sehr bewährt. Holt euch die Software LexOffice. Die macht die Steuererklärung für Gewerbetreibende sehr viel einfacher. LexOffice ist ein Tool, in das ihr jeden Beleg hochladen könnt, ein paar Informationen angebt und es ist direkt einfach alles verbucht. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr Steuererklärung erstmal ohne Steuerberater machen wollt oder müsst, sogar mit der Software auch noch Steuererklärung machen. Ja. So, und so sind wir jetzt am Ende meines Berichts angekommen. Was ist denn seit Mai letzten Jahres eigentlich alles passiert und warum ist es nun bei Datendurst so still gewesen? Jetzt wisst ihr, was ich alles gemacht habe und wie viele Leute im Hintergrund mitgewirkt haben und warum da wenig Zeit für Datendurst als Podcast geblieben ist. Aber ich glaube Besserung. Deswegen gibt es jetzt ja auch diese Comeback-Folge. Es wird wieder mehr Folgen geben, denn ich habe mir Verstärkung an Bord geholt. Seit dieser Folge arbeite ich mit den Podcast-Piraten zusammen. Das ist eine Agentur, die mir sehr viel in der Postproduktion abnehmen wird und mich auch berät, um Datendurst noch besser zu machen. Wir haben schon einige Gespräche gehabt. Richtig geil, macht sehr viel Spaß und muss ja eigentlich auch passen. Also Podcast, Piraten, Datendurst. Wir haben beide Alliterationen im Markennamen für die Schlaubi-Schlümpfe hier unter uns. Ihr seht bestimmt sofort, dass das hier ein super Match ist. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Christian Krug von Unfuck Your Data für die Empfehlung danken. Und natürlich auch schöne Grüße an Julian Schmidt und Vanessa Schäfer von den Podcast-Piraten. Ich freue mich
mega darauf, mit euch zusammenzuarbeiten und bin gespannt, wo das noch hinführen wird. Eine neue Folge steht auf jeden Fall schon fest und das wird die heiße Kartoffel Daten in der Kreativbranche jonglieren mit Steffi Ferch. Und ich freue mich drauf, wenn ihr dann wieder zuhört und wenn ihr jemanden wisst, den ihr gerne mal bei Datendurst hören würdet, schreibt mir gern oder hinterlasst einfach einen Kommentar und ich kümmere mich drum. Wird auf jeden Fall angeschrieben und es werden neue Folgen gemacht. Bis dahin, bleibt durstig und haltet eure Daten sauber. Tschüss!